Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Medal of Honor Warfighter. Wir nähern uns hier mit dem Helikopter, Hubschrauber, Dingens und landen gerade in der Festung. Das kann wieder ungemütlich werden. Hier in Folge 11. Da hinten rennen doch schon wieder die ersten. Ja, klar. Kaum ist man da. Unfreundlich empfangen. Ja. Los, explodier schon. Ist ja blödsinnig, wenn ich hier so aus der Deckung raus muss. Guter Schuss, blödes Gewehr. Taugt mir mal wieder nicht. Ihr merkt, ich bin anspruchsvoll, was die Gewehre angeht. Oder man kann auch sagen, heikel. Was ist das denn da? Ein totes Gesicht. Und eine Hand. So, jetzt. Ich wollte gerade sagen, wie kann denn der noch schießen? Na, wo kommt das her? Von da hinten. Sorry. Udo, ich glaube, ich habe dich auch noch ein bisschen gestreift. Habe ich. Der guckt aber auch blöd in der Gegend rum. Granate, okay. Sag mal, geh tot, gibt's ja nicht. Wir haben wie kein Vorankommen. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Oh. Das war's dann mit meiner Munition. Kann ich mal schnell, ganz kurz hier? Ich müsste nur das Gewehr nehmen. So, danke schön. Ups, Entschuldigung. Ja, ich wusste doch, dass da einer kommt. Ha! Mal auf Verdacht dahingeschossen. Schwein gehabt. Ja. In die Mauer rein und dann glitscht's. Und da gehen die Türen auf und da kommen sie. Eieiei. Oh Gott. Ja. Das schreit doch nach einer Granate. Riesiges bisschen. Ah, da ist Ruhe. Aber nicht lange wahrscheinlich. Auch das noch. Granat! Der guckt gerade so schön. Treff nichts von hier aus. Ja Leute, ich würde aber irgendwie... Hier hängt mir wieder alle. Genau in der Sicht. Ist da hinten einer? Nee, ich sehe es mal wieder nicht. Da. Jetzt hat er sich gezeigt. So geht doch das schon viel besser. Granate. Hier kommt auch eine Granate. Eine Granate. Da unten ist er. Mehr Ziele ist gut. Wollte gerade sagen, wo denn noch? Da oben ist noch was. Kopfschuss. Und noch 6 Schuss. Apropos Kopfschuss. Schöner Käse. Ich habe ja noch eine Knarre. Ja, eine Knarre ohne Munition. Junge, ich brauche Munition. Sorry, wenn ich störe. Ich brauche trotzdem Munition. Dankeschön. Ich würde dafür nochmal eine Granate. Ja. Opfern. Genau, wenn die auch eine Granate schmeißen. So, Feind umgehen ist eine alte Taktik, die eigentlich immer wieder funktioniert. Geht eigentlich fast besser so. Noch eine Granate. Achtung Leute, gut, Granate ist weg. Da ist noch einer.
Na los, guck schon um die Ecke. Geht doch. Noch eine Granate und das da oben scheint echt ein beliebtes Loch zu sein. Da guckt immer mal wieder einer raus. Da. Los. Gut. Noch mehr? Nee. Doch. Schnell rein hier. Da hat sich doch noch irgendwo einer gut versteckt. Da oben. Granate. Gehen wir mal hier durch. Vielleicht habe ich hier bessere Sicht. Wo war das gleich nochmal? Lade nach, gib mir Deckung. Hier kommt man sogar rauf. Versuchen wir das doch mal ganz frech. Ha, cool. Und tschüss. Cool, wenn man das mal kann in so einem eigentlich meist sehr begrenzten Level. Also vom Spiel her. Tür, Tür. Hatte fast schon was von taktischem Spielen. So die Vorstufe davor zumindest. Bam, Granate. Und dann gucken wir mal. Immer noch Zeitlupe. Ja, ich weiß auch warum. Das war mal wieder genau. Vielleicht erstmal gucken, ob man noch genug Kugel im Lauf hat. Das hatten wir schon mal. Ja, wir suchen weiter. Was ist denn jetzt los? Habe ich kein Gewehr mehr? Warum geht's nicht? Hallo? Jetzt. Was war das denn komisches? Genau, wenn man hier gebraucht werden würde. So, das ging doch schon mal relativ gut. Obwohl wir erst fast ohne Waffe kämpfen mussten. Zumindest hat es nach ausgesehen. Klick, klick, schlecht. Ganz schlecht, klick, klick. Mehr böse Jungs. 10 Uhr. Dankeschön. Laden, braucht Deckung. Oh, sie schubsen wieder. Und was zischt hier? Sag mal, was zischt hier denn? Aha. Alles klar. Ja, gucken wir mal. Schön. Boah, das holzt rein. Ist hier gediegen. Da oben ist noch einer. In Fenstern drin. Habe ich den? Ja, jetzt. Da unten war noch was. Da rennen sie wieder auf der Brüstung rum. Oh Gott. Nicht mit RPG auf Auto schießen, Jungs. Das kann böse enden. Ich hab doch den gerade. Wie viel will er denn noch? Jetzt. Auch ein beliebtes Fenster dort. Mutig, wie die sich da hinstellen, wenn hier eine Karre mit Maschinengewehr ist. Buh. Eieieiei. Das war jetzt aber relativ schnell leise. Ah, geil aussehen tut. Ist schon cool, diese Frostbite Engine. Aber hat man ja bei Battlefield 3 schon gesehen. So, Tür eintreten. Stimmt. Oder nicht? Ah, nee. Dieses Mal machen wir es ohne Treten. Ich sehe kein PITM. Die Information war gut. Hier ist irgendwas.
Wir haben es nur noch nicht gefunden. Die Treppe rauf. Sieht aus wie eine Kaserne. Wir sind nah dran. Security von hier ist Munition. Schön. Oh, sie schubsen wieder. Tango am Boden. Scheiße, Granate. Granate. Versuchen wir es hier mal mit dem Fenster. Aber da ist ein freundlicher Kopf im Weg. Erledigt. Da, Granate. Damit dann hier bald mal Ruhe ist. Geil, wie er runterholzt. Hab ihn. Hey, pass auf, wo du hinschießt. Ja, ist klar. Deswegen. Nicht kreuzen. Kreuzen ist schlecht. Wenn ein Soldat zielt. Da hinten kommt noch was. Ja, habe ich schön gesehen, wie er die geschmissen hat. Der blöde Kerl. Runter. Oh, schlecht. Das ist hier eine ganz blöde Deckung, die ich hier erwischt habe. Na, noch mehr? Noch mehr. Mitten ins Schwarze. Gesichert. Moment. Der hier führt zurück zur Straße. Verdammte Kerle in Somalia haben uns angelogen. Voodoo, hier sind jede Menge Fußspuren. Roger, Ticket voraus, los. Bereit? Hui, was ist das denn? Ah. Achso, Emeko. Haben eine unterirdische Struktur entdeckt. Gehen rein. Wartet am Exfiltrationspunkt. Und holt uns hier raus, wenn die Sache schief gehen sollte. Roger, Emeko. Oh. Kleinerer Grafikbug, was? Wir fliegen, da haben sie den Boden vergessen. Oh! Aha! Hallo, was ist das denn? Na, ist ja geil. Das ist nicht... Ja, da kann er strampeln. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist nicht direkt ein Grafikbug. Nee, nee, das ist ein ausgewachsener Spielbug. Aber schießen könnte ich noch. Ja gut, jetzt... Hier strampeln wir uns einen weg. Hilft wohl nichts. Müssen wir nochmal neu starten hier. Na, ist ja auch schön. Ich hoffe, das war jetzt ein einmaliger Bug. Wobei, gibt es das überhaupt einmalige Bugs? Weil, ja, sonst wird das schwierig. Wie soll man denn durch die Höhle durch da, wenn... Oh, und jetzt ist ganz gediegen. Jetzt bin ich wieder hier. Na. Und das bei einem 2 Jahre alten Spiel. Das müsste doch bekannt sein. Links sichern. Das kann ja nicht viel mit... Ja, links sichern. Ja, okay, das Spiel läuft ja weiter. Vielleicht setzt es uns wieder zurück. Oder setzt uns nicht zurück? Ich weiß es nicht. Ich mache ja auf alle Fälle mal einen kurzen Schnitt und dann gucke ich mal, was passiert. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Wieder im Himmel oder in der Hölle oder wo auch immer das gerade war. So, bitte einen Boden. Na? Doch, da ist er. Der Boden. Ja, was war denn das letztes Mal? Ja, so läuft sich doch schon wesentlich angenehmer, muss ich sagen. Seht euch das bitte mal an. Rechnet mit allem. Die wissen, dass wir hier sind, Jungs. Vorsichtig entlang pirschen. Der konnte gerade noch die Granate schmeißen. So ein Ärger. Aber wir konnten geschickt ausweichen. Irgendwie zwischen den Kirchen. Zwischen den Kisten durchschießen. Heißt hier wohl die Losung. Ja, lauf! Oh. Tot, ja. Furztrocken tot, kann man so sagen. Da kommt immer noch übel Feuer daher. Den
keine Muni mehr. Los, junger Mann. Dankeschön. Das hat jetzt reibungslos geklappt. Der stand da auch sehr ideal. Noch zwei. Da. Einer noch. Das müsste wohl gewesen sein. Okay, ich habe mich gehört. Ich glaube, hier sind wir richtig. Das denke ich mir allerdings auch, dass wir hier richtig sind. Oh je. Ja, diese verschlossene Tür gibt es dann in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir sie aufkriegen und ob wir wieder einen Boden unter den Füßen haben. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.